Was? Sag mal, wie kommst du auf diesen Kanal? Sie muss aus deinem Büro ein Headset mitgenommen haben. Ah, dieser Langfinger. Weißt du, warum die Sowjets ihr Projekt Carbonek nannten? Das ist das Schloss, in dem Lancelot den Heiligen Gral suchte. Nicht die erste Verbindung zum Arthus-Mythos, die ich gefunden habe. Von wegen Mythos. Ein beschränktes Wort für eine beschränkte Perspektive. Du warst immer nur die Forscherin. Mit diesen Tesla-Geräten kannst du bestimmt gut umgehen, Mas. So gut wie jeder andere, vermute ich. Die Russen haben in dem Artefakt eine Kraft freigesetzt, die ihre einfältigen Hirne gegrillt hat. Drück also nicht den falschen Knopf. Du aber auch nicht. Ich kenne den richtigen Knopf, meine Liebe. Und hast du inzwischen Russisch gelernt, Amanda? Sie hat aufgelegt. Was zum Teufel sollte das? Sie hat Probleme, das Spätfragment zu finden. Und sie will nicht riskieren, alles aufs Spiel zu setzen. Vielleicht hättest du ihr sagen sollen, was sie wissen wollte. Noch ein unterkühlter Wissenschaftler. Okay. Er schreibt, dass wenigstens ein Dutzend seiner Kollegen bei dem Experiment umkamen. Das Artefakt verwandelte die Tesla-Energie in etwas anderes, in eine unglaubliche Energiewelle. Kommt mir bekannt vor. Warum wurde das Projekt eingestellt? Sie haben sich geweigert, das Experiment zu wiederholen. Und als der KGB sie überzeugen wollte, lief die Sache aus dem Ruder. Okay, ja, dann hoffe ich mal, dass wir hier nicht den falschen Knopf drücken. Hier sind wirklich viele. Welchen nehmen wir denn hier? Den grünen, den roten oder den olivgrünen? Ja, ich weiß nicht, vielleicht doch lieber den schwarzen hier oder drehen wir an dem einen Rädchen? Keine Ahnung. Oder huch, was ist das denn? Schwer zu übersehen. Ich meine, leicht zu übersehen. Muss das nicht irgendwann mal aufhören? Er ist noch nicht ganz aufgeladen. Ich weiß nicht, was da schief läuft. Wie soll ich ihn bewegen, wenn ich ihn nicht anfassen kann? Das Kabel an dem Magnethaken ist isoliert. Okay. Okay. Hui. Na dann, wo Mama? Was sagt die Energie? Oh, die ist ja voll. Nein. Falsche Taste. Hahaha. Oh, Moment. Liegen hier noch irgendwelche Granaten? Ja, Granaten rum, wollte ich sagen. Ja gut, dann ziehen wir mal. Ich sagte, ziehen wir mal. Okay, so funktioniert das also. Wow. Ja, ich bevorzuge an dieser Stelle einfach mal ein paar Medipacks. Fährt das Ding jetzt von alleine da rüber oder was ist da los? Also. Naja, sieht so aus, als müssten wir uns da jetzt nicht mehr. Und du? Ach so, okay, die müssen halt ausreichend weit weg sein. Dann haben wir eine Chance, hier vorbeizukommen. Also ausreichend weit vom Boden entfernt. Okay. Ich glaube. Ja, hat funktioniert. Okay, also einmal noch hier. Nee, geht nicht. Achso, Moment. Achso, ah. Okay, dann hat das Ding also Saft und wir können bestimmt diesen Aufzug hier benutzen. Also. Uff. Ah, sehr gut. Oh, was haben wir denn da?
Ein Schild. Wenn das nicht Arthurs Schild ist. Es ist ein Schild. 10. oder 11. Jahrhundert. Wurde wohl zusammen mit dem Teil, das wir suchen, entdeckt. Sieht aus wie Lancelots Wappen, oder? Ja, wenn es den Kerl gegeben hätte. Oh, was ist das denn? Sieht aus wie eine Karte. Versuch darauf, was rauszufinden. Eine Idee, wozu die gut ist? Vielleicht hat unser Ritter nicht nach Hause gefunden. Oder er hatte womöglich nicht nur dieses Teil. Meinst du, er hat noch mehr Fragmente des Schwertes versteckt? Mag sein, aber ohne Referenzcode ist die Karte nutzlos. Ich sehe sie mir an. Danke, später. Großartig. Okay. Was machen wir jetzt? Wir... Davor, wie die anderen. Neben dem Artefakt haben sie noch andere Relikte entdeckt. Dummerweise wurde dem armen Schwein niemand bei der Analyse geholfen. Das Gefühl kenne ich. Warum dieses Desinteresse? Sie waren ihnen nicht alt genug. Offenbar stammen sie aus dem 1. Jahrhundert nach Christus. Tut mir leid, habe ich irgendwas verpasst? Wie alt genau ist das Artefakt, das wir suchen? Älter als du denkst. Ja, sind Schildtypis. Ah, ich habe eine Idee. Jetzt, wo das Ding wieder Saft hat. Nee, bleib mal hier drin. Ich versuche gerade. Ach so. Und kann ich jetzt? Zack. Ah, so geht das also. Ich kann das hier ansaugen und dann BAMS! Typ mir umhauen. Das ist ja ganz cool. Das war zu weit weg. Der ist zu weit weg. Was macht man jetzt mit dem da? Ah, ich kann die wieder aufsammeln. Dann muss ich das so machen. Aha, Treffer. Stellt er sich nicht dran. Willst du noch einen abkriegen? Komm hier, der ist extra für dich. Was machst du da überhaupt? Hat so ein bisschen was von der, Ach, ist mir egal, ist mir zu blöd. Also dem schießt mal so die Kniescheiben weg. Fall um. Na, fall schon um, Mann. Ach, geht doch. Okay. Ja, Checkpoint. Jetzt müssen wir gucken, was wir damit noch so anrichten können. Vielleicht kriegen wir das Ding ja hier irgendwie hin. Ist das damit gemeint? Dass wir sowas hier machen? Ich glaube schon. Okay, sieht gut aus. Waffen wechseln. Ah, alles klar. So, und nun... was machen wir jetzt? Ach, da oben. Okay. Ich bin total vorsichtig. Boah, Alter. Das ist aber gar nicht mal so einfach. Komm schon, Lara. Packen das. Jetzt müssen wir alles von vorne machen. Nee, nicht alles.
Okay, aber ich glaube, wir haben es soweit richtig gemacht. Okay, Checkpoint. Na gut, na gut. Amanda, tut mir leid, was geschehen ist. Aber können wir nicht trotzdem zusammenarbeiten? Es gibt kein Wir, Lara. Das gab es nie. Da unten gab es nur mich. Mich und das hier. Erinnerst du dich? Ich habe es berührt und es berührte mich. Ich bezweifle, dass das gut war. Ich habe es gezähmt und unterworfen. Mein Gott! Amanda! Etwas freundlicher als damals im Paraiso. Ich habe einiges beigebracht. Bist du verrückt? Es hat unsere Freunde getötet, Amanda. Und beinahe auch uns. Ja, aber mir hat es das Leben gerettet. Es ist alles eine Frage der Achtsamkeit. Aber du solltest dich fernhalten. Es ist ein wenig launisch. Okay. Also, Tesla ist erneut, bla bla bla. Ich glaube, ich gehe mal hier hin. Und drücke den Schalter. Das ist sehr gut. Und das wiederhole ich jetzt wahlweise. Moment. Bewegen wir uns immer sofort. Ein paar Mal. Das ist ganz gut. Denn ich habe jetzt nur einen Versuch gestartet. Und der ist nicht unbedingt. Der ist alles andere als geglückt. Weil ich nicht so genau wusste, was ich machen sollte. Aber mir ist aufgefallen, dass ich diese Dinger nie betätigt habe. Und ich sehe gerade, dass das unheimlich schlau ist, diese Dinger zu betätigen. Apropos schlau. Das Vieh hat meine Bewegung antizipiert. Das finde ich sehr schlau von dir. Von ihm. Also von dem Vieh. Aber auch ein bisschen mies. So, fehlt da noch was? Nee. Wir können uns jetzt... Tja, das ist wirklich die Frage. Und jetzt... Zack, okay. Was ist denn mit dir, Junge? Nerv nicht. Nerv nicht. Dich kann ich doch auch ansaugen. Lass mich mal hier in dem Sitz. Geh mal spielen. Hier, hol ein Stückchen. Aber mich darf's wütend machen, oder was? Das finde ich jetzt sehr diskriminierend. So, ich habe dieses Bällchen hier. Hallo, warum kann ich das dann nicht aktivieren? So, jetzt hier einmal anziehen und zack. Ich muss mich hier ein bisschen beeilen, anscheinend. Warum nicht? Warum kann ich das hier nicht ranmachen? Ich verstehe diesen Mechanismus nicht. Alter, nerv nicht, Mann. Vieh. Ja, mir gefällt das gerade auch nicht, was das Vieh hier macht. Komm. Okay, das reicht mir jetzt, wenn ich das so mache. Lass mich mal hier drin. Komm hier nochmal. So. Was denn? Was muss ich machen? So, und jetzt hier nochmal anscheinend den ganzen Scheiß. Und dann muss ich herausspringen. Ich glaube, mit meinem tollen Haken. So, jetzt hier. Hallo.
Ach, endlich. Geht doch. Praktisch. Du hattest nur Glück. Ist dir das klar? Glück und Können, mein Freund. Hat Alistair was über die Karte rausgefunden? Bin zurück. Du wirst es nicht glauben, wenn ich dir sage, wohin sie führt. Im Augenblick glaube ich ehrlich gesagt so ziemlich alles. Unser Cornwall, Alistair? Das und kein anderes. Gut, mal sehen, wer als erster da ist. Alles klar. Oh Mann! Neues Kostüm freigeschaltet. Wunderbarstens. Oh, geil. Mein Gott, haben wir lange gebraucht. Wir haben so gut wie gar nichts eingesammelt diesmal. Naja, hat mir auch keine große Mühe gegeben, was das Einsammeln betrifft. Eigentlich wollte ich nur hier durch und das haben wir geschafft. Anstrengende Runde. Also, ich bedanke mich trotzdem recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, beim nächsten Mal seid ihr wieder dabei, wenn es nach Cornwall geht. Und schauen wir mal, ob wir da die letzten Teile finden. Und ob sich dort die Geschichte zusammenfügt. Und bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute.